Leonardo Bertone 3-0 gegen Lausanne Sport, am Schluss ein souveräner Sieg. Ja, der Start war etwas hart, aber nachher haben wir gute Spiele gefunden. Eine schöne Kombination und am Schluss war es verdient. Ja, gute Spiele gefunden, dank dir auch, mit zwei Riesengoals. Wunderbar. Ja, ich bin froh, dass ich in so einem Moment treffen konnte und dem Team wird helfen, aus einer kleinen, schwierigeren Phase rauszukommen. Die erste Aktion, das erste Goal kommt nach einem Corner, das war eingestudiert, gell? Ja, da haben wir so Planken. Perfekt, wenn das nachher so schön funktioniert. Ich bin da nervös, weißt du, bevor das kommt, wenn man es so ansagt? Oder macht man einfach, was man muss? Nein, wir haben schon ein paar Mal gesehen, dass unsere Standardsituationen sehr gut sind, also die Varianten vor allem. Und wenn man den Platz schon sieht vor der Aktion, dann weiss man, dass der Ball herkommt. Dann musst du schauen, dass du ihn aufs Goal bringst. Wie funktioniert das? Wer sagt ihr dann an? Ja, wir besprechen es immer intern, wenn wir zum Eckball laufen, wissen wir, was wir schon zu tun haben. Ja, das ist aber jetzt zum Beispiel zwischen mir und zwischen Jorik, sind wir gerade gewusst, dass wir die machen wollen. Und dann haben wir es gemacht. Und dann hat es funktioniert. Und der Jorik war immer wieder im Spiel heute, vor allem, wenn du eben Goal hast geschossen. Vor dem 2-0 auch schön abgelegt, Doppelpass mit ihm. Und dann haust du nicht voll rein. Ja, ich denke, es war ein paar Minuten später. Da ist man eigentlich so im Lauf und dann musst du probieren. Und dann ist er wieder reingegangen. Wir haben noch den Penalty von Guillaume Waro. Ich glaube, unterm Strich ist es ein verdienter Sieg, auch in dieser Höhe. Würdest du so schreiben? Ja, wir haben unsere Chancen genutzt, die wir hatten. Ab und zu haben wir ein leichte Ballverluste im Spiel, aber eigentlich war es eine gute und konzentrierte Leistung. Mit jemandem davon geredet, oder nach Kiew, muss man jetzt sich konzentrieren auf Meisterschaft, sei es so schwierig und so. Wie war es für euch, die Umstellung? Ja, man kann die Euphorie ein bisschen mitnehmen, klar. Es ist ein ganz anderes Spiel, eine ganz andere Bühne, aber ich denke, es tut gut, wenn man immer wieder rotieren kann, weil die frischen Spieler wollen sich zeigen, wollen Gas geben und probieren dann so ein Tempo zu machen im Spiel. Aber du bist einer von diesen frischen Spielern, der von Anfang an reingekommen ist. Ich glaube, du hast dich gut gezeigt. Bist du zufrieden mit dir selber? Ja, man kann immer zufrieden sein, wenn man 2 Goals schießt. Und heute ist das erste Mal, dass ich einen Doppelpack machen konnte. Da bin ich froh und ja, ich hoffe, es geht so weiter mit Goalschießen bei mir. Jetzt geht es weiter mit der Berner Woche. Jetzt haben wir zuerst Thun und dann geht Breitsch auf dem Spitz. Also es geht Schlag auf Schlag, es bleibt intensiv. Nimmst du an, dass der Trainer wieder ein bisschen wieder rotieren für die nächsten Spiele? Ja, ich nehme sicher. Also ich denke mir sicher und muss mal, damit man auch ein bisschen, auch ein bisschen zusammenhalten kann. Wir haben so viele Spiele und so viele wichtige Spiele, da wird jeder noch spielen. Wir wollen nicht zu weit vorausgreifen, aber trotzdem du als Berner Gio freust dich extrem auf das Spiel auf dem Spitz. Ist das speziell, so speziell für euch wie für uns als Stadtberner, dass das wirklich ein richtiges Derby wird? Ja, es ist ein geiler Match. Ich habe viele Kollegen dort und freue mich ziemlich auf die Zweikämpfe, die mit denen führen kann. Jetzt noch am Mittwoch Thun, der wieder verloren hat, gestern gegen Basel und nicht gut gestartet, noch 0 Punkte. Ich glaube, die werden ja, umso motivierter kommen. Da muss man schon aufpassen. Ja, wir dürfen nicht zu fest auf die anderen schauen. Wir müssen uns auf uns konzentrieren, müssen unser Spiel machen. Und wenn wir konzentriert spielen und momentan können wir die Null haben, dann sind wir immer in der Lage, Goal zu schießen. Also Leo, merci vielmals und genieß den Abend. Es ist dein Tag. Merci vielmals.